Hallo, herzlich willkommen zum Satiregipfel, heute mit Gerbucher. Dankeschön. Das ist ja eine Stimmung. Herzlich willkommen zum Satiregipfel. Es ist so schade, dass der NSU-Prozess unterbrochen worden ist. Wir hatten hier eigentlich 45 Minuten Nazi-Witze vorbereitet. Was machen wir jetzt? Wir können ja nicht einfach absagen. Wir müssen ja auch an die Arbeitsplätze denken. Wir haben schließlich 5 Künstler in unserer Sendung, wenn man mich mithört. Dazu kommen die ganzen Verwandten ersten Grades, die bei uns angestellt sind. Obwohl kein einziger Künstler aus Bayern mit dabei ist. Da unten stellt man ja gerne Verwandte an. Das ist doch normal. Da hat man sich ja auch jahrhundertelang in der Familie fortgepflanzt. Ja, wie stand es im alten Brockhaus noch? Kein Scherz. Da stand, die Bayern, diebisches Völkchen am Rande der Alpen. Und das ist Tradition, das wird fortgesetzt. Dann hat man zur Familie eben noch ein ganz besonderes Verhältnis und so. Deshalb ist das so in Bayern. Wenn man Verwandte ersten Grades bei sich anstellt, dann nennt man das Vetternwirtschaft. Ja, bin ich auch hängen geblieben dran. Der Vetter ist ja eigentlich zweiter Grad, aber in Bayern kann der Vetter eben auch der Bruder sein. Oder die Ehefrau oder was weiß ich, je nachdem. Das ist, ja. Neunundsiebzig Abgeordnete haben über die Jahre Verwandte ersten Grades angestellt. Aber immerhin wurden keine Haustiere beschäftigt. Das ist ja schon was. In Bayern gehen die Uhren eben anders. Da ist es zünftig. Da hat man noch richtige Mannsbilder. Wie den Hoeneß Uli. Ein guter Mann. Den kennen Sie neuerdings als Steuerexperten. Das war ein sehr komplexes Steuersparmodell, was er da entwickelt hat. Das Geld einfach verschwinden zu lassen. Da muss man erst mal drauf kommen. Aber es spart ungeheuer viel Geld. Anfangs, am Ende dann. Immerhin hat er sich selbst angezeigt. Zu spät möglicherweise, aber das ist ja nun oft im Leben so. Oft ist man zu spät. Man merkt ja auch immer erst, dass die Klorolle leer ist, wenn man fertig ist. Jetzt ist die Steuerfahndung hinter ihm her. Naja, sie kennt das offenbar von zu Hause. Jetzt ist die Steuerfahndung hinter ihm her, das ist recht so. Strafe muss sein, sagt man immer so schön. Steuer hinterziehen ist kein Kavaliersdelikt. Das würden Sie doch auch niemals tun, oder? Nein, Sie haben doch sicher auch zu Hause Ihre Putzhilfe angemeldet. Sicher, sag ich doch. Und wenn der Klempner fragt, ob Sie eine Rechnung brauchen, da sagen Sie, natürlich, ich zahle gern noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Davon werden unsere Kindergärten gebaut. So sind Sie, das ist lobenswert. Charakterhelden erster Güte, das ist der Uli. Leider nicht so ganz. Beziehungsweise es kann halt nicht jeder so absolut vollkommen und schuldlos sein wie Sie zu Hause. Und hier im Saal natürlich auch. Wir haben vorher gefragt. Alles sauber, bis auf den da. Aber die dumme Sau nicht da. Es hat doch mit Uli Hoeneß nichts zu tun, werden Sie jetzt sagen. Der hat Millionen beiseite geschafft. Was also für ihn prozentual ungefähr genau dasselbe bedeutet wie für Sie zu Hause eine Klempnerrechnung. Aber eine Handwerkerrechnung im Vergleich zu einem Millionenbetrug, das ist natürlich, stimmt, ist ein seltsamer Vergleich. Denn das eine ist ja eben Betrug, während das andere ist ja Betrug. Nein, Spaß beiseite. Wie heißt es so schön in der Bibel? Wer nie einen Handwerker schwarz beschäftigt hat, der werfe den ersten Steuerbescheid. Und gerade im Kabarett ist jetzt natürlich die Empörung groß, weil ja gerade auch die älteren Kabarettisten oft ein sehr kurzes Gedächtnis haben. Was haben die früher die Steuer beschissen, als das noch ging, als es noch keine Ticketsysteme gab. Das geht heute nicht mehr. Und da sind die natürlich sauer und neidisch auf den Uli. Wie viel war es denn jetzt eigentlich bei ihm? Ich hab nur gelesen, dass der Spiegel sagt, dass die Bild-Zeitung wüsste, die Welt schreibt, dass die SZ erwähnt hätte, dass im Stern wohl stand, dass das Finanzamt vermutet, dass der Staatsanwalt gehört habe, dass Hoeneß schon als Fußballer Geld verdient haben soll. Ja, gibt's das denn? Ich fürchte, da wird er jetzt aber mal ordentlich nachzahlen. Ist ja auch richtig. Man fragt sich ja, was in ihm vorgegangen ist.
Gut, ich kann mir das vorstellen. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, ich zahle so viele Steuern, aber Millionen habe ich jetzt geblecht. Nicht? Da könnte sich übrigens manch einer auch von Ihnen mal eine Scheibe abschneiden. Nicht? Aber irgendwann muss er dann gedacht haben, da muss doch was einzusparen sein. Nicht? Und das geht natürlich nicht. Man kann ja auch im Supermarkt nicht sagen, das ist mir zu teuer, da habe ich das Shampoo noch so mitgenommen. Nicht? Gibt auch Ärger, obwohl man vielleicht sogar recht hatte. Nicht? Jetzt rufen eben alle, Rübe runter! Wegsperren die Drecksau, 50 Peitschenhiebe auf die nackten Fußsohlen. Da kriegt der Deutsche immer so was Saudi-Arabisches. Nee, dann wird es ungemütlich, wenn der Deutsche in moralischen Furor gerät. Nicht? Dann denke ich mal, oh Gott, gibt's vor der eigenen Tür nichts zu fegen? Wir haben doch eine Justiz, wir brauchen doch gar keinen Volkszorn. Ich habe das Gefühl, viele brauchen die Justiz jetzt gar nicht mehr. Wenn ich die Stimmung richtig lese, würden jetzt viele gerne mal einen Reichen, mal so richtig im Morgengrauen vor dem Stadttor, ne? Das ist der Neid, ne? Einen der sieben Todsünden, aber jetzt Wollust, Völlerei, Faulheit, da sind wunderbare Sachen dabei, ne? Aber auch eben Geiz und Neid, ne? Wieso sind alle so neidisch, ne? Gott sei Dank haben wir da einen Fachmann für unsere Sendung gewinnen können, den Horst Schroth. Danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr nett. Danke Ihnen sehr. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, Neid, ein Riesenthema, gerade in Berlin jetzt auch. Eine Volksgruppe wird hier verfolgt. Migranten werden böse verfolgt, meine Damen und Herren. Ich spreche von den Schwaben natürlich. Ja, das sind Wohlstandsflüchtlinge, bitte, die vor dem Wohlstand im Schwabenland flüchten, um ein bescheidenes Leben in Berlin zu führen. Und die Schwaben bleiben aber cool und sagen, ist doch bloß der pure Neid. Und ich sage auch, ruhig bleiben, Neid ist normal, Neid ist menschlich. Komm, hat mal einer irgendwas, schon gibt es welche, die ärgert das. Das schrieb schon Wilhelm Busch, der Neid ist immer da. Und zunächst mal hakt er sich bei Äußerlichkeiten ein. Äußerlichkeiten schaffen Begehrlichkeiten, Begehrlichkeiten schaffen Neid. Und viele Dinge sind so begehrt, dass sie mit einem richtigen Neidfaktor behaftet sind. Deswegen finde ich, wir müssten Produkte nicht nur Preisschilder tragen, sondern auch gleich Neidfaktor-Hinweisschilder haben. Als Warnung, als Werbung, je nachdem. Also wir müssen eine Maßeinheit erfinden. Ich schlage vor NF für Neidfaktor, NF. Auf Sylt schon eingebaut ins Nummernschild, NF. Dann eine Skala von 0 bis 10, also 0 kein Neid und 10 ganz viel. Beispiel eine Tube Senf aus Bautzen, NF0. Neuer Lamborghini, NF10, ganz klar. Und es geht bei den Kindern mit dem Neid ja schon los. Mein Nachbar, der kam neulich rüber, hat einen Sohn, der Benny, ist 6 Jahre alt, demnächst wird er 7 in 3-4 Wochen und macht den Vater bekloppt wegen des Kindergeburtstags. Er erwartet ein Riesenprogramm und der Jonas kam bei mir an und sagt, Horst, Kindergeburtstag nicht mehr so wie früher. Heute richtige Neid-Events, da arbeiten Agenturen am Programm. Ich rufe den an, lass ihn mal kommen, da legt er mir die Visitenkarte hin von der Agentur, weißt du, wie die heißen? Happy Kitty Birthday Task Force Planner, steht auf der Karte drauf. Der legt mir ein Programm vor, wie die Weihnachtsfeier der Deutschen Bank, du, bin ich ausgeflippt, weißt du, und die anderen Eltern sind bekloppt, die geben den Tag doch vor. Ja, du kennst doch diesen Makler, den Jens-Uwe Brodersen, pass auf, hat eine Tochter, Lisa Leonie, die wurde vor 3 Wochen 7 bei Benny in der Klasse, blöderweise. Benny war eingeladen, natürlich wurde er hin, Brodersen, riesen Hütte draußen an der Elbchaussee, weißt du, riesen Garten, was heißt Garten, halber Park, mit Swimmingpool von olympischen Ausmaßen. Der Pool wurde erstmal abgelassen, dann kamen 2 Tanklastzüge aus Dänemark. Der Pool wurde aufgefüllt mit Meerwasser und dann mit Beginn der Fete fuhr das Delfinomobil vor. Da wurden 2 Delfine reingenommen, ist in den Pool reingesetzt und die Kinder machten eine Stunde lang Delfinschwimmen und das war nur einer von 8 Programmpunkten. Und nach dem Programm für die Kinder die After-Show-Party für den abholenden Eltern. All you can drink mit Chateau Lafitte und Röderer Kristall für die Damen, aber in Rosé. Und nach Hause wurde es gefahren, da stand ein Shuttle-Service vor der Tür, bestehend aus mehreren schwarzen S-Klassen. Das ist das Niveau von Kindergeburtstagen heute. Da kann ich noch nicht mit Sackhüpfen und Eierlaufen kommen. Was glaubst du, jetzt mir erzählt? Du? Das ist doch unglaublich. Also, muss ich das mal vorstellen. Und hier in der Stadt ist es auch so. Heute saß ich noch ein bisschen frei, gab war ja schönes Wetter, bei euch auf dem Kudamm rum, schönes Straßencafé, nebenan ein Juweliergeschäft. Da stand eine Dame, ich konnte sie sehen vorm Schaufenster, guckte sich die neuesten Bulgari-Uhren-Kollektionen an. Ja? Dame, teuer, teuer, Gucci, 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 Gucci. Und am Nebentisch 2 Wilmersdorfer Schnepfen, muss ich euch nicht erzählen, was das heißt. Ja?
Jetzt Neid live auf dem Kudamm. Das war eine echte Show. Die beiden sind ausgeflippt am Nebentisch. Guck dir das mal an. Das ist doch alles echt. Das ist doch alles fake. Die hat doch überhaupt nicht. Die hat doch alles billig. Und die da. Guck es nicht hin. Guck es nicht hin. Ist doch niemals Louis Vuitton. Billig. Ich dachte, die sind jetzt richtig neidisch, weil die Dame vor dem Fenster eine Bulgari-Uhr hat. Da habe ich gedacht, die ist ja ihrerseits vielleicht auch neidisch, aber eine Dame, die noch mehr hat als sie. Der Neid hat eine Neidspirale, Neidleiter. Der klettert von Sprosse zu Sprosse, hat kein Ende. Die mit der Bulgari-Uhr ist neidisch auf die Dame, die ganze Sammlung hat von diesen Uhren. Und die wiederum ist neidisch auf eine Dame, die ganze Sammlung hat und den passenden Tresor um die Sammlung herum. Und die ist neidisch auf die ganze Sammlung hat, den Tresor und die passende Villa am Grunewald, auf der richtigen Seite des Grunewalds natürlich. Und die ist wiederum neidisch auf die alles hat, die Uhr, die Sammlung von Uhren, den Tresor, die Villa im Grunewald und einen passenden Ehemann, der das alles finanzieren kann. Die wiederum ist neidisch auf die das alles hat. Die Uhrensammlung, den Tresor, die Villa im Grunewald, den passenden Ehemann und Ferienhäuser in der ganzen Welt, in Florida, auf Bora Bora, in den Kampen auf Sylt und die wiederum ist neidisch auf die, die das alles haben. Eine Uhrensammlung, den Tresor, die Willen Elbschluss, den superreichen Ehemann, die Ferienhäuser und die den Dalai Lama kennen, der das alles gar nicht braucht. Herzlichen Dank. Horst Schrott. Horst Schrott war das, ja. Und die Reichen, das ist ja ein Problem nicht. Die einzigen Reichen, die der Deutsche liebt, sind Popstars und Fußballer. Wenn Fußballer Millionen verdienen, dann wird das ja gemeinhin akzeptiert. Weil die Leistung erkennbar ist. Der eine schießt Tore, der andere amputiert dem Gehirn mit feinster Grätsche den Unterschenkel. Da weiß man, die verdienen das. Fußball ist ja das Thema dieser Tage. Wir sind Champions League. Ja, Wahnsinn, der Deutsche hat seine Überlegenheit bewiesen. Wir sind so oben auf. Ich glaube, das war das letzte Mal so 1940, ne, oder? Aber ich habe mich auch gefreut, muss ich sagen. Deutsches Finale, ne, da warte ich mein Leben lang drauf. Ich bin ja mit Fußball aufgewachsen. Als die erste Saison der Bundesliga losging, da war ich 2 Jahre alt. Ach du Scheiße, ne, das ist schon besorgniserregend. Ich bin offenbar, oh Gott, ich bin alt. Ich habe 602 Bundesligaspiele von Karl-Heinz Körbel für Eintracht Frankfurt überlebt. Oh Gott. Ich kann mich an die Mitgliedschaft von Kickers Offenbach in der Bundesliga bewusst erinnern. Oh Gott, ich bin ein Wrack. Ich erinnere mich sogar noch an den Bundesliga-Skandal, als man erstklassige Kicker noch mit 5-stelligen Summen beeindrucken konnte. Da wurden Spiele verschoben für Beträge, die werden heute für den Privatflieger hingelegt, mit denen die Frauen der Ersatzspieler zum Yogakurs gebracht wurden. Der Bundesliga-Skandal, nee, war das damals. Uli Hoeneß war übrigens nicht beteiligt, um das ganz deutlich zu sagen. Schwarzgeldanlagen in der Schweiz galten damals noch als Ehrensache. Wer sowas nicht hatte, war entweder pleite, blöd oder hatte keinen Reisepass. Da wurden die Herren noch mit den Geldkoffern, mit einem Gläschen Shampoos an der Grenze begrüßt. Heute gibt es nicht mal mehr Grenzkontrollen und die Bankiers helfen den Anlegern bei der Resozialisierung, während die richtigen Gelder längst nach Singapur gewandert sind. Ja, die Zeiten ändern sich. Ja, heute kann man sich Klaus Fischers legendären Fallrückzieher, Sie erinnern sich, gegen den Karlsruhe FC in der Saison 75-76, auf YouTube anschauen. Ne, als Timo Konietzka am 24. August 1963 im Bremer Weserstadion den allerersten Bundesligatreffer erzielte, da wurde die Meldung noch in Steintafeln gemeißelt und von reitenden Booten durch die Republik gesandt. Nein. Ganz ernst, da gibt es kein einziges Bild von zu sehen, weil das Spiel war zu früh angepfiffen worden und der Kameramann war zu spät dran. Kein Scherz. Wirklich, Wahnsinn, ne? Oder? Ich muss dazu sagen, ich bin mit Fortuna Düsseldorf aufgewachsen. Man kann also sagen, für mich war das Unternehmen Bundesliga über weite Strecken eine Leidensgeschichte. Mein allererster Besuch beim Fußball war noch mit meiner Mutter, könnte ich eigentlich mal erzählen an der Stelle. Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt mit dem späteren Weltmeister Klaus Hölzenbein, die Älteren erinnern sich noch. Ne? Gegen den spielte unser Egon Kühn. Zweikampf direkt vor unserer Nase, direkt an der Eckfahne, 5 Meter entfernt. Kam zwischen meiner Mutter und mir so ein runder, vollgesoffener Kopf durch. Und brüllte meine Mutter, es war wirklich so, direkt ins Ohr, Egon, Lottisch von der Tolzbein nicht verarschen. Es war für meine Mutter schon grenzwertig, aber sie schüttelte sich, und dann guckten wir weiter, leichter Tinnitus war da. Egal, 5 Minuten später, wieder direkt an der Eckfahne vor uns, Zweikampf Kühn gegen Hölzenbein, wieder der Kopf
zwischen meiner Mutter und mir und brüllt meiner Mutter genau in die Ohrmuschel: Egon, beiß ihm die Eier ab! Wirklich kein Scherz, so war es, genau. Seitdem durfte ich allein zum Fußball. Großvater. Ja, das war so. Es war wirklich hundertprozentig so. Das ist Fußball. Deswegen. Das sind die Dinge, die wir so lieben am Fußball. Deswegen ist Fußball ja unser einziger wirklicher Lebensinhalt. Ne? Gut, Familie, Beruf, Weltfrieden, das ist auch nicht ganz unwichtig. Aber erst wenn der Ball rollt, ne? Da explodiert der Adrenalinpegel. Die Erde ist eine Kugel. Treten wir dagegen. Ne? Hurra! Ja, heute spielen sogar die Frauen Fußball. Und das völlig gleichberechtigt. Jawohl. Frauenfußball ist genauso gut wie Männerfußball. Es geht bloß keiner hin. Aber sonst, ja, früher dachte man ja, Fußball ist eine Männerdomäne, wie stehen, pinkeln oder so. Aber heute schauen auch immer mehr Frauen hin. Da kann übrigens auch der Thorsten von erzählen. Thorsten Sträter. Vielen Dank. Frauenfußball. Ich komme ja aus Dortmund, bin aber trotzdem einer, was bisher geschah. Ich komme ja aus Dortmund, bin aber trotzdem einer, der sich so gar nicht mit Fußball auskennt. Oder Frauen. Bis jetzt bin doch immer ich derjenige gewesen, der verlassen wurde. Keine Ahnung warum, dabei bin ich ein guter Typ. Meine Interessensgebiete lauten Philosophie und Ballerspiele. Meine Freundin findet beides doof. Ballerspiele führen zu Amokläufen, sagt sie, und das ist Quatsch. Ich spiele Ballerspiele und ich neige deswegen keineswegs zu Amokläufen. Ich kenne überhaupt nur einen Typen, den ich erschießen würde, wenn ich dürfte. Ein ehemaliger Klassenkamerad und Idiot vor dem Herrn. Aber der arbeitet mittlerweile im Baumarkt. Und wer schon mal im Baumarkt war, weiß, den finde ich da sowieso nicht. Also, Fazit, Ballerspiele regen nicht zu Amokläufen an. Wirklich, ich sehe auch sehr gerne Filme mit Hundewelpen, aber deswegen kacke ich nicht auf eine Zeitung. Aber erklär das mal meiner Freundin. Ich tue immerhin auch noch was für mein Hirn. Früher habe ich beispielsweise gedacht, im Buch Homo Faber, geht zum schwule Bleistifte. Heute weiß ich, stimmt gar nicht. Anderes Beispiel. Die Freundin hat so chinesische Schriftzeichen tätowiert. Und da fragt man sich als philosophisch interessierter Mann natürlich, ist es möglich, dass deutsche Tätowierer gar kein Chinesisch beherrschen? Vielleicht sind die chinesischen Schriftzeichen der Leute auf Rücken, Handgelenk und Nacken nur die chinesischen Schriftzeichen für Rücken, Handgelenk und Nacken. Oder mal andersrum. Wenn sich in Deutschland 100.000 Leute bedeutungsschwere und weise chinesische Schriftzeichen tätowieren lassen, gibt's dann vielleicht auch Millionen Chinesen mit deutschen Sätzen auf dem Rückgrat. Sowas wie, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Oder Käse schließt den Magen. Aber diese Überlegung behalte ich schön für mich, denn meine Freundin fährt leicht aus der Haut. Genau wie neulich. Freundin und ich fuhren in meinem Wagen, das Radio lief, als die Freundin plötzlich einen anderen Senderknopf drückte. Augenblicklich hörte ich so ungefähr Folgendes. Großkreuz, ja, läuft nach vorn, Wolfsburg macht zu, Wender macht schön, ja, sauber, flink, passt, ganz schön, der Winkel sitzt, oh, Reus schießt von hinten auf, Schmelzer von dem, Schuss gerade, Gerätsche von Lewandowski, Pfosten. Was ist das denn, fragte ich. Das versteht doch keine Sau. Psst, sagte meine Freundin, das ist spannend. Das ist völlig unverständlich. Ja, für dich vielleicht. Ja, ich kann es mir bildlich nicht vorstellen. Fußball im Radio, sagte sie, das gibt's seit Jahrzehnten. Jetzt fängt die Frauenfußball-WM an, da läuft das nur noch im Radio. Das kann man sich doch vorstellen. Aha, Frauenfußball. Auch noch. Du Liebling, sagte ich. Haben diese Fußballerinnen eigentlich auch Hooligans?
Was? Na, so Hools. Weibliche Hooligans, die sich vor jedem Spiel im Internet organisieren. Und die eine schreibt dann, sammeln uns vermummt vom Südeingang. Brigitte bringt diesmal den Blechkuchen mit. Du sexistischer Penner. Du hast von Fußball einfach keinen Schimmer, Freundchen. Und zack, war sie wieder sauer. Ich musste was tun. Am nächsten Tag rief ich sie im Büro an. Liebling, sagte ich, heute Abend schönen Film, was knabbern, ganz romantisch. Sagte sie, aber ich suche den Film aus. Na klar, was darf's denn sein? Sie überlegte kurz. Pretty Woman, sagte sie dann. Ihre Stimme hatte was Lauerndes. Den wollte ich immer mal schauen, habe ich bis jetzt nie geschafft. 7:30, Teelichter an, Chips auf dem Tisch. Sie kuschelte sich auf das Sofa und ich saß neben ihr, die Fernbedienung in der Hand. Sie sagte, was ist denn jetzt mit Pretty Woman? Ich nickte, legte die Fernbedienung weg und sagte, da, Vorstoß. Richard Gere hat sich verfahren. Gasse, Gasse, da, Bordsteinschwalbe, Stretchguard, uiuiui, Bremsen am Wegfang, Pass ins Hotel, Badewanne, Prostituierte, kriegt hohe Ablöse, Rest der Woche, das läuft. Verliebt, Shopping, Shopping, da kommt die Verkäuferin, böse Sache, wird traurig. Richard Gere tröstet, ja, Trost, volle Breitseite, da Missverständnis, voll reingeflankt, Prostituierte kann nach Hause gehen. Bums, Richard Gere von links, straff rein, Couscous, Gere versenkt, große Liebe der Pfosten. Abpfiff. Sie. Sie sieht mich lange an. War schön, oder? Fragte ich. Oder fandst du das jetzt irgendwie unverständlich? Sie sagte nichts. Sah wütend aus. Dachte ich, an jetzt kann's ja nicht gelegen haben. Und dann dachte ich, hoch, sie war doch nicht noch sauer wegen der Sache neulich. Als sie mich in Dessous fragte, und das mit so einer gurrenden Stimme, ob sie für mich tanzen soll. Und ich sagte, natürlich, oh ja. Und sie legte dann los und ich dachte mir, sexy. Wirklich sexy. Aber so ohne Musik. Und dann machte ich. Na 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 na. Und danach lief der Abend irgendwie aus dem Ruder. Naja, wie gesagt, bis jetzt bin auch immer ich derjenige gewesen, der verlassen wurde. Diesmal auch. Und ich hatte mal wieder keine Ahnung, warum eigentlich. Vielen Dank. Dankeschön. Thorsten Sträter war das, meine Damen und Herren. Fußball ist einfach das Thema in dieser Zeit, oder? Selbst wenn selbst Thorsten über Fußball spricht, oder? Naja, es beschäftigt uns einfach. Wie oft hat Deutschland in seiner Geschichte versucht, Europa zu erobern? Ne? Karl der Große, Wilhelm der Zweite, Adolf der Irre. Und dieses Jahr haben unsere europäischen Nachbarn endlich das Gefühl, die Deutschen haben es geschafft. Da freuen sich die Italiener und die Spanier, dass wir jetzt endlich auch im Fußball bestimmen. Das Finale der Champions League ist dieses Jahr ausgerechnet in London. Die freuen sich seit Jahren auf dieses Finale, singen Football's coming home. Jetzt können sich die Engländer fragen, geht der Pokal nach Deutschland oder nach Deutschland? Naja, viele Engländer werden trotzdem glücklich sein, denn eine deutsche Mannschaft wird verlieren, da bin ich ziemlich sicher. Naja, dass Deutschland so gut ist, oder? Woran liegt das nicht? Liegt natürlich am Geld auch. Bei uns werden indessen auch 8 oder 10 Millionen im Jahr hingelegt für gute Spieler. Ne? Dass man sich manchmal fragt, ist das noch moralisch? Ne? Kein Wunder, dass das Magazin Die Zeit vorne auf dem Titel die Frage stellte, macht Geld unmoralisch? Die Antwort ist, ja. Kein Geld aber auch, das ist das Problem. Ne? Die einen bescheißen die Steuer, die anderen die Agentur für Arbeit, der eine macht betrügerisch Konkurs, der nächste arbeitet schwarz. Und wer all das nicht kann, nimmt das Geld einfach einer Seniorin aus der Handtasche. Oder er wird Bankmanager und versäuft das Geld der Anleger. Deswegen sagte Karl Marx ja so schön, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Oder wie man heute sagt, jeder tut, was er kann. Die Mentalität
die hat sich verändert. Früher wollten die Menschen noch reich werden. Heute wollen sie an das Geld der Reichen. Das ist ein großer Unterschied, der unsere Gesellschaft verändert hat. Heute verlangen wir Moral von den Reichen. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ich setze ja da mehr auf die Justiz, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Wobei auch der Staat selber heute das Recht ja so nimmt, wie es gerade kommt. Er hat Millionen bezahlt für Hehlerware, für illegale Steuer-CDs. Das ist unsere Idee vom Rechtsstaat. Er gilt, wenn es passt. Aber dann total. Bald putzt niemand mehr ohne Anmeldung bei uns. Da geht nichts mehr, ohne dass die Gemeinschaft davon weiß, dass wir zählt. Da hat sich der Einzelne einzuordnen, was für mich nicht leicht ist, das gebe ich gerne zu, ich habe noch diesen alten Reflex, bin ich so gut im Mitmarschieren, so mit Volksgemeinschaften, so, ich habe es da nicht so, ich kriege so eine renitente Grundhaltung. Bin ja noch staatskritisch sozialisiert worden damals in den 70ern. Da misstraute man dem Staat noch. Der wollte uns zur Bundeswehr einziehen, die Sau. Der wollte eine Volkszählung machen, da war aber Aufstand. Oh, die wollen uns zählen. Da kämpfte man noch um die Freiheit des Einzelnen. Heute zählt nur noch das Wir. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Selbst Per Steinbrück ist im Taumel der Volksgemeinschaft. Wir, wir, wir. Wo ich mich manchmal frage, wo bleibt denn da eigentlich noch die Freiheit des Einzelnen übrig? In Amerika, da sind die Menschen richtig frei. In Amerika, da schießen die Fünfjährigen auf die Zweijährigen. Das ist Freiheit. Während bei uns die Grünen die Zigarettenautomaten verbieten. Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Mir geht dieser aktuelle Tugendwahn richtig auf den Sack. Diese Selbstgerechtigkeit der moralisch Unbefleckten. Da möchte ich manchmal nachts auf irgendein Tempo-30-Schild in einer Berliner Durchgangsstraße eine Null zusätzlich draufmalen und dann mit Höchstgeschwindigkeit durchbrettern, mit abgesägtem Auspuff morgens um 4. Oder wenigstens mal Autofahren ohne gelbe Warnweste im Auto. Das ist aufregend. Oder mal ohne Zähneputzen ins Bett. Das gilt ja heute schon als Anarchie. Mal ohne Sturzhelm auf dem Klapprad fahren. Wie damals in Easy Rider. Bald kommt die Helmpflicht beim Radfahren. Dann darf ich auf meinem verrosteten Klapprad nicht mehr ohne Helm fahren. Aber ich möchte auf meinem Fahrrad nicht aussehen wie Ritter Rost. Dann kommen sie irgendwo an, dann zieht man den Helm aus und dann sieht man die Haare so wie bei Ronald Pofalla. Bah! Natürlich ist das nicht richtig. Ein Helm ist vernünftig, das weiß ich doch auch. Noch vernünftiger wäre eine Ritterrüstung, eine Ganzkörperkarosserie. Aber ich will das nicht. Ich sage Ihnen, irgendwann wird bei uns sogar der Tod verboten. Sagen sie, Tod ist Steuerflucht, sagen die dann. Auch der Tod ist... der Tod, das ist... Der Tod ist ja klar geregelt bei uns. Sie können ja nicht mal auf Ihren Grabstein schreiben, was Sie wollen. Da gibt es genaue Vorschriften. Da können Sie nicht draufschreiben, der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Der Friedhof ist kein Ort für Witze. Wissen Sie, was ich übrigens nicht gut finde? Dass Frauen länger leben als Männer. 90% aller tödlichen Arbeitsunfälle sind Männer. Was ist da eigentlich mal mit einer Quote? Da müssen wir mal eine Fachfrau fragen in Sachen Quote. Gerburg Janke. Schick. Ja. Ich habe mir ein Kleid angezogen, damit man merkt, ich bin die Frau hier heute Abend. Von wegen Quote. Hör mal, Dieter, du sprichst mir so aus der Seele hier. Freiheit, Risiko, Anarchie. Mein Vorschlag wäre Monarchie. Also, wenn ich Königin wäre, ich wäre bereit. Also,
wenn mich jemand fragen würde, mich fragt natürlich kein Schwein, ne? Ist klar, aber wenn ich Königin wäre, ich würde als erstes würde ich diese ganzen Rauchergesetze wieder abschaffen. Er dürfte geraucht werden, so, ne? Natürlich nicht beim Essen, ist ja klar. Aber ich würde draußen, würde ich schön so Plätze nett eingerichtet, überdacht, würde ich für die Nichtraucher einrichten, dass die da in Ruhe mal eine nicht rauchen können. Weil auch die Würde des Nichtrauchers ist unantastbar, ne? So, das wäre das Wichtigste, wenn ich Königin wäre. Und dann müsste ich natürlich Ministerin neben mir und unter mir aushalten. Ne? Ja, ich hatte ja früher ganz schlimmen Feminismus und das bleibt. Also so gesehen wäre das in Ordnung. Aber ich habe auch gar nichts gegen Männer. Ich arbeite gerne mit Männern, ne? Auch hier, da die ganzen Jungs. Das ist echt angenehm, ne? Und ich habe es schon mal erwähnt, ich weiß nicht, ob es jemand behalten hat, ich habe zu Hause einen eigenen Mann. Ja, der wohnt in derselben Wohnung, in der ich persönlich lebe. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ne, es ist gewöhnungsbedürftig, ne? Ja gut, aber mit der Ministerin... Ich weiß nicht, also früher, als ich jung war, da habe ich mir immer eine Freundin gesucht, also mindestens eine, die wesentlich unattraktiver war als ich. Auf jeden Fall dicker, damit man daneben gut aussieht. So, das habt ihr alle gemacht, guckt mich nicht so fassungslos an. Ihr habt alle eine Freundin gehabt, die unattraktiver war, meine Damen. Ne? Das würde jetzt so, so gesehen, würde das für Frau Merkel sprechen, neben mir? Ne? Aber ich weiß nicht, ob die so teamfähig ist. Die sagt ja nie was. Die sagt nichts. Sie sitzt halt aus. Ne? Davon wird der Arsch auch nicht schöner, finde ich. Die Alternative wäre Frau von der Leyen. Also ich würde ja dann Uschi für sie sagen, wenn ich Königin wäre. Ne? Aber die ist so perfekt. Neben der siehst du dick aus. Egal. Auch nicht so schön. Da würde ich ja Depressionen kriegen. Ne? Wäre ich outgeburnt, bevor ich meine erste Legislaturperiode kriegen würde. Ne? Uschi, ah, die kann alles. Perfekt. Die Kinder, Karriere, die Figur, CDU und das Wichtigste, die durfte George Clooney küssen. Oh, die musste sich noch nicht mal auf die Zehenspitzen stellen, weil der ist ja auch so klein. Aber da ist doch so ein Etappenziel in so einem Frauenleben schon erreicht. Ne? Auch politisch gesehen, na, komm, ne? Nein. Mit diesem Quotengehampel, sag ich gleich. Wenn ich Königin werde, wäre Schluss mit Diskussion. Ja, ich würde halt mit einem königlichen Erlass würde ich das erlassen. Und zwar Quote hier nicht 30, 70, 60, 40, 50-50. Wie im richtigen Leben auch. Ne? Und zwar nicht nur Männlein und Weiblein, sondern auch jung und alt. Ich würde die ganzen alten Säcke, die würde ich nach Hause schicken. Alles über 60 müsste seinen Schreibtisch räumen, ab nach Hause angeln. Wäre mir doch egal. Ne? Und dann mehr junge Leute rein. So. Ja, nur wenn das dann so endet, dass sie so eine Frau Schröder und so ein Röslerchen. Ist ja auch nicht so schön. Ey. Da hätte ich als Königin, hätte ich das Fräulein Schröder immer an Hacken mit ihrer Flexiquote. Süß, aber sinnlos. Flexiquote, das ist, das hat sie, da muss sie sich beim Wickeln ausgehen. Ich weiß es nicht, wie die auf solche, ne? Also das ist, wenn Unternehmen sich selber ihren Frauenanteil ausdenken dürfen und dann versuchen, den zu erreichen. Der Kracher. Die Idee ist der Kracher. Hör mal, ich sehe schon diese Manager in ihren Führungsetagen sitzen und die ganze Nacht grübeln. Ne? An welchen Stellen bräuchten wir denn noch eine Frau? Und ich kenne gar keine, die oben. Ich kenne nur die Chantal aus dem Puff. Die ist oben gut. Apropos, sollen wir nicht eine Runde rübergehen, ne? So sieht's aus. Ich sag, wenn ich Königin wäre, ich hätte eine Menge Arbeit. Aber ich habe schon ein Motto, ne? So, das ist ja das Wichtigste. Du musst nur mal ins Geschichtsbuch gucken. Mein Motto wäre, Frauen werbt und wählt. Jede Stimme zählt, jede Stimme wiegt, Frauenwille siegt. Elli Heuss-Knapp, 1919. Dankeschön. Gerbo Janke. Elli Heuss-Knapp, nee, auch schon tot. Nee, meine Güte, die Zeit vergeht. Nee. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Forscher in Uruguay
haben leuchtende Schafe entwickelt. Wir haben ein Foto davon. Das ist jetzt kein Scherz, das ist wirklich wahr. Phosphoreszierendes in die Gene da eingebaut. Das könnte man auch mit Pferden machen. Das finde ich auch gut. Das ist jetzt eine Fotomontage. Das stelle ich mir gut vor. Dann leuchtet die Lasagne. Das ist Gentechnik. Ja. Man hätte es auch analog machen können. Also einfach die Augen durch Scheinwerfer ersetzen. Aber so ist es schöner, finde ich. Ne? So leuchtet es einfach besser den Raum aus. Ich habe schon versucht, zwei fürs Wohnzimmer zu kriegen. Aber in Europa gibt es die Viecher noch nicht. Ja. Aber wahrscheinlich kommt das alles nicht. Wahrscheinlich gibt es bald schon Kühe, die kacken keine Fladen mehr, sondern Würfel, da kann man den Dünger besser stapeln. Ne? Es wird alles immer besser. Ne? Wir haben heute sogar einen Holländer in der Sendung, der kann Klavier spielen. Sowas hat es doch früher nicht gegeben. Ne? Zumindest nicht bei uns. Denn bei uns ist er heute zum ersten Mal. Und das freut mich maßlos. Hier ist Hans Lieberg. Dankeschön. Danke vielmals. Danke sehr. Mal gucken. So. Wunderschön. Boah. Da wird in Holland immer mitgesungen, meine Damen und Herren. Holländer singen immer mit während klassische Konzerte. Wir singen mit, wir klatschen mit. In Holland haben wir sogar eine Karaoke-Version der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Das ist ein super Land. Kommen die Leute mit Feuerzeug. Wir setzen uns. Tolles Land. Wenn man bei uns Schubert spielt, fangen die Leute an mitzuklatschen. Ne? Guck mal. Da sind immer Holländer dabei. Ja, es ist ein musikalisches Volk. Wir haben jetzt eine argentinische Königin und einen neuen Ministerpräsident, der ist auch Musiker, wollte Pianist werden, aber dann kam diesen Job frei. Und Sie kennen das schon bei Helmut Schmidt, Dr. Helmut Schmidt, der ist ein hervorragender Pianist, der hat sogar Mozart gespielt. So. Fängt es an, lustig zu werden. Ne? Klassische Musik ist nicht lustig. Hier ist es Musik, die letzten 40 Zentimeter wird es lustig. Man muss bei Mozart eigentlich früher aufhören. Vielleicht können Sie sogar hören, wo ich aufhören soll. Geben Sie ein Zeichen, wo ich aufhören soll. Jetzt? Ja, ist mir egal, es ist alles bezahlt. Ich kann auch nach Hause. Aber die Musik sagt es selbst, nicht? Hier, ne? Ja, wenn Sie nicht sagen, spiele ich weiter natürlich, ne? Aber wie gesagt, Helmut Schmidt, in England gab es Edward Heath, the Prime Minister, hat immer selbst die Nationalhymne gespielt. Das Original eine deutsche Melodie ist. So. Heil dir im Siegerkranz, nimm, was du kriegen kannst. God save the Queen. Und in Amerika gibt es Richard Nixon. Bill Clinton war mir mit Blasinstrumenten beschäftigt. Und Nixon, das sind nicht die besten Witze, aber es füllt. Nixon hat immer selbst gespielt. Kurz Präsident gewesen, wie Sie wissen. Aber wie klingt zum Beispiel Piratenpartei? Wie klingt das? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Earl Grey in the morning. Gratis Internet zum gratis U-Bahn fahren gratis unter welcher Earl Grey in the morning. Dankeschön. Und also Piratenpartei, die Linken sitzen hier natürlich an dieser Seite. Ja, da kommen die Linken an mit Oskar Lafontaine. Und musikalisch FDP, das ist in der Mitte so. FDP, da, 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 da.
Ja, Guido Westerwelle als Komponist könnte er so aussehen. Mal gucken. Ne? So, der Romantiker. Schubert war auch ein Romantiker. Der hat alles, was ein Romantiker so braucht. So Syphilis hat er gehabt. Und es ist nicht angenehm, aber die musikalischen Ergebnisse sind fabelhaft. Aber was singt Guido Westerwelle so? Sein Knabe ein Rösler stehen, Rösler auf der Heide. Habe ich auch ein Bild, als Komponist könnte er so aussehen, ne? Ja. Ja, ist Asiate und er ist Ökonomen. Asiaten sind sowieso ökonomisch, auch mit Musik. Die spielen alles nur auf die schwarze Tasten so. Also dann kann man alles spielen, dann kann man Mozart spielen. So. Oder die deutsche Hymne auf Chinesisch. Sogar besser auf Chinesisch. Und was haben wir sonst noch als Musiker, der auch, ja, Berlusconi zum Beispiel, der hat immer gesungen, auf Kreuzfahrtschiffe hat er gesungen. Was singt so ein Mann, der hat seine eigene Tonleiter, nicht so, Libido fa sol la si do, so do mi fa sol la si de, oder Cantare bunga 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 te te. Und dann haben wir noch CDU in der Mitte. CDU. CDU. Ja, das ist keine musikalische Partei. Ich meine, Angela Merkel ist natürlich eine sehr intelligente Frau, aber als Musiker ziemlich streng, finde ich. Ne? Oder? Ja. Dankeschön. Was singt Angela Merkel so? Ich hab ein Zwiebel auf mein Kopf, ich bin ein Döner. Döner, bisschen. Dankeschön. Dankeschön. Hans Lieberg. Hans Lieberg, das war der Satiregipfel. Jetzt kommt Olli Dietrich mit seiner neuen Sendung Frühstücksfernsehen. Das ist genau das Richtige für diese Uhrzeit. Wir verabschieden uns schon mal. Gerburg Janke war heute mit dabei. Horst Schroth, Thorsten Sträter und Hans Lieberg. Und unser aller Gastgeber Dieter Nuhr.